Schulzendorfer.de durfte dabei sein, als sich Bernd Puhle vom Bürgerbündnis und der ehemalige Kraftwerksprojektant Dr. Dieter Scharlen auf den Weg machten, um nach Alternativen zum bestehenden Schulzendorfer Straßenausbauprojekt zu suchen. In Senzig wurden sie fündig. Dort bauten Bürger mit Unterstützung der Stadt Königs Wusterhausen mehrere Straßen in eigener Regie aus. Und zu einem Preis, den die überwältigende Mehrheit akzeptierte: 2,37 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche. Mit den Zugpferden des Senziger Bürgerprojekts tauschten sich Bernd Puhle und Dieter Scharlen aus. Wir fingen an, nur den Wiesendamm wollten wir, dass wir trockenen Fußes hier rauskommen. Die anderen Straßen haben uns eigentlich noch nicht so toll interessiert. Dann kam die Pappelallee dazu und hat gesagt, oh, wir möchten auch, da haben wir gesagt, aus dem Wiesendamm, oh, dann kommen wir ja gut auf die Asphaltstraße. Und dann ging es weiter. Lennstraße, Luchstraße, Rotornstraße. Dann haben wir nicht gesagt, na gut, dann machen wir alle, aber alle zu den gleichen Konditionen. Mhm. Wir haben das wirklich alle privat gemacht. Eigentlich sind wir mehr oder weniger fast alle im Angelverein, aber das hat damit auch nicht so viel zu tun. Aber wir haben gesagt, wir wollen nicht teuer bauen, wir wollen eine gute Straße. Und dann sind wir rumgefahren und haben überall geguckt. Wir waren in Bindow, schöne Straße, Asphalt. Kannte, aber nach den Preisen gefahren. Wir hatten uns auch gemerkt, die Leute haben nicht das Geld. Sie haben es nicht. Und manche zahlen auch am Abwasser ab. Wir haben erstmal uns die Zustimmung der Bürger geholt, ob sie überhaupt wollen. Und mit der Maßgabe aber, wenn ihr jetzt Ja sagt, dann heißt das nicht, dass die Straße gebaut wird. Erst wenn die Kosten festliegen, könnt ihr euch endgültig entscheiden, ob er da mitmacht oder nicht mitmacht. Also wir haben gemacht, Gespräch in der Gemeinde, Ausführung, Gehweg, Straße, was wir wollen, Bordstein, Verkehrsberuhigung, Einfahrten, Maße, Projekt, Sperrung. Das mussten wir mit der Gemeinde erstmal klären. Dann haben wir die Finanzierung, Kostenschätzung der Baumaßnahme. Da haben wir erstmal so zwei Daumen genommen. Da haben wir gesagt, was machen wir denn? Das haben wir im Vorfeld geklärt. Ja, wir haben also quasi Straßenverantwortliche uns rangesucht, die mitmachen. Mhm. Und wir haben dann gesagt, die Straßenverantwortlichen entscheiden, was gemacht wird. Dass es nicht zu einer Diskussion kommt. Denn ihr wisst selber, bei 150, 180 Leuten im Saal, was dort alles gefragt wird. Und das dreimal. Also ja, dann haben wir gesagt, so jetzt werden wir genauer. Und haben uns verbindliche Angebote eingeholt von 6 Firmen. Alle hier aus dem Umkreis, außer die Strabag wollten wir mal, die haben uns ja nicht geantwortet. Oevermann, LTS, RKW und wie es eben alles. Dann haben wir untersucht, das kann ich ja wirklich mal sagen, weil ja keiner das immer glaubt. Wir haben eine Ausschreibung gemacht, aber wo halten wir einen Zettel? Was machen wir? Wie machen wir die Randbefestigung? Weil ja jeder gesagt hat, Bordstein und Bürgersteig. Ja, das sind alle Geld kostet, das haben sie alle nicht bedacht. Und wir haben ja hier nur 30. Und wenn wir hier mal gehen, dann fährt der langsam und kommt doch vorbei an den Fußgänger. Wir haben 4 Meter. Ja. Bei 4 Meter gibt es keine Probleme. Keine Probleme. Wenn man LKW da stehen sollte, na, dann muss man über den Rand fahren oder man wartet, bis er weg ist oder fällt um. Und ja, ja. So. Wann begegnen sich mal zwei LKWs? Das kommt ja überhaupt nicht vor. Vorbei. Ich sage ja, wir haben jetzt mal nur mal als Beispiel, wir haben nur mal bei einer Straße eine ganz kurze. Bei der Rotornstraße ist, wenn man mit Bordstein machen 53.000 und ohne Bordstein 46.000. Man kann sagen, uns kostet der Meter Bordstein schon 100 Euro. Und dann wird hier dieses Recyclingmaterial angesetzt und genauso verdichtet wie hier unten. Und dadurch kann der Stein nicht weg. Und der geht, ist auch nicht schräg, sondern der geht eigentlich geradeaus weiter. Und sagt ja dann schon ein, das ist jetzt hier ein bisschen ideal. Oberkante. Ja. Liegt seitlich auf Oberkante. Das sieht man hier auch, das schließt hier genau ab. Es gibt auch diese festen Bereiche. Ja, und wichtig ist ja auch, dass... Und durch den Rasenansatz, den machen die gleich mit. Denn die Stadt sich bereit erklärt, die Bauleitung zu übernehmen, war ja für uns gut. Die Ausschreibung haben wir gemacht, und haben die angeschrieben, kostenlose verbindliche Angebote haben wir angefordert mit Festpreis, dass sie nicht hin und her wackeln können. Ja? Immer dieser Festpreis war für uns, wir haben immer gesagt, ihr könnt bauen, wie ihr wollt, Hauptsache bleibt bei dem Geld. Und die Straßen sind vernünftig, denn für die Qualitätsausführung war die Stadt verantwortlich. 10 cm Betonpflaster Uni N2N nach DIN 1850.
501. Dann kommt der 3 cm Pflaster Sand, damit man das schön eben kriegt. Mhm. Dann kommt 28 cm Betonrezeil, das kann mal dicker sein, je nachdem wie sie, wenn sie merken, das ist da nicht, die machen ja vorher Bodenproben. Hier kommt, hat die Szene gekommen und hat überall gebohrt. Dann kommt Betonrecycling, hatte ich gesagt, 0 bis 45, das entscheidet sich. Und dann kommt noch 14 cm Frostschutzschicht. Also der Gesamtaufbau ist ungefähr 55 cm. Also wir können ja mal zum Preis sagen, wir liegen zwischen 50 und 60 Euro pro Quadratmeter Straße. Also ganz, das ist aber sehr grob geschätzt, ja? Ja, normalerweise wir können den Preis nicht sagen, also wir sagen, das ist hoch geschätzt, ist hoch. 50, 55 Euro pro Quadratmeter, damit müsst ihr rechnen. Ich habe hier in Schützendorf bloß mein Dullenstieg, nicht? Ist auch eine Anliegerstraße ohne Durchgangsverkehr und ohne Gewerbe. Ne? So, und halb so weit liegen, wie die, 6 Meter nur. Und wir liegen mit dem Stück, wenn wir also 4 Meter bauen, kommen ja 2 Meter auf mich, 20 Meter Länge, wir liegen bei 200 Euro pro Quadratmeter Straße. Ja, das wäre erstmal hat man die eingespannte Straße. Ja, das ist durch die Entwässerung, die schmalen Straßen, da baut man überall unten Rigol ein. Das ist teuer. Und das sage ich, da müsst ihr vorher irgendeinen Fehler gemacht haben. Wenn am Ende ein falsches Ergebnis rauskommt, ist in jeder Matheaufgabe so, wenn das Ergebnis falsch ist, dann muss es vorneweg falsch gelaufen sein. Ein schlecht angefangenes Geschäft muss man an einem gewissen Punkt stoppen und umlenken. So, und das sagen wir mit der Gemeindevertretung, das muss in Jahresscheiben gemacht werden. Die Straßen müssen individuell angesehen werden. Macht doch mal den Vorschlag. Anteilig die Straßen, Projektierungskosten übernehmen die Anlieger, anteilig, ihr habt die 5%, die ihr zu berappen habt und ihr baut die Straße selber. Und deswegen schlage ich euch vor, nehmt eine Straße, kalkuliert ihr einigermaßen mit irgendeiner Baufirma zusammen und sagt, hier kommt pro Quadratmeter Grundstücksfläche auf den Einwohner so und so viel raus. Und dann fallen sie um, dann fallen die anderen nämlich auch um und dann gehen sie zur Gemeinde und sagt, was ist denn hier los? Es gibt ja auch einen Vertrag zwischen der Stadt und dem Baubetrieb, einen Vertrag über, wie heißt denn das? Irgendwo haben wir so einen Vertrag, so einen komischen Erschließungsvertrag zwischen der Stadt und zwischen dem Baubetrieb, der das macht. Und da steht alles drin, was zu machen ist und die gesetzlichen Grundlagen und was. Wie das abläuft, ist alles da, Erschließungsmaßnahmen. Erschließungsmaßnahme, ja. Deswegen auch die 90%. Was einer Ihrer Kollegen dort gesagt haben soll, dass hier Fuschstraßen gemacht worden ist, dann muss er das an der Stadt nennen. Denn die Stadt hat sich hier voll mit eingebracht und die lässt nicht zu, dass Fusch gemacht wird. Wir haben uns bei der Stadt bedankt, weil die Baubetreuung, die Bauvorbereitung, die Versammlungsteilnahme, die waren immer da und haben uns unterstützt, ja. Weil sie selber gesagt haben, wir können alleine diese Straßen nicht bauen. Und die haben uns dann auch angeboten, die Bauleitung zu machen, weil wir es ja eigentlich auch gar nicht können. Wir sind ja nicht die Fachmänner für Straßenbau. Ich sage, das ist ja die erste Straße oder erste Straße, die wir jetzt gebaut haben. Und wir können uns nur bedanken bei der Stadt. Und die waren immer da, aber wenn wir gesagt haben, wir möchten, dann die sind die. Zu jeder Versammlung sind sie gekommen, haben Rede und Antwort gestanden. Und wir hätten das gar nicht so hinkriegen können, weil wir die Kenntnisse nicht hatten. Es kommen ja von den Bürgern Fragen, die kannst du gar nicht beantworten. Also die konnten sie fachgerecht beantworten und haben uns wirklich in jeder Frage unterstützt.